Und damit hallo und herzlich willkommen zu Emergency 4 Mod-Vorstellung Tannenberg fiktiv. Ja, ich habe hier gerade einen Einsatz bekommen und zwar ist es bei Tannenberg so, dass du ziemlich wenig zur Verfügung hast, so wie ihr sehen könnt. Ja, da ist nicht allzu viel. Aber mal gucken, was hier ist. Auf jeden Fall ist hier Burger King. Lecker, lecker, lecker. Wir schauen mal. Wie gesagt, Download ist in der Videobeschreibung. Du bist in der F oder was? Nee. Oder? Du bist der Arzt? Arzt, okay, gut. Dann Arzt, einmal die Tasche holen und einmal sich um den Mann. Hä? Was geht denn jetzt ab? Oh ja, der Duck kümmert sich jetzt drum. Okay, absitzen, Männer. Du doch nicht. Du geh mal wieder da hinten hin. Du holst die Trage. Einmal die Trage bitte holen. Ja, also wie gesagt, Mod-Vorstellung. Tannenberg fiktiv heißt das. Wie gesagt, im Emergency-Forum runterzuladen natürlich. Müsste ich dann natürlich anmelden. Und die Map ist ganz gemütlich eigentlich irgendwie. Nicht groß. Hier ist eine Polizeiwache. Dann ist hier noch irgendwie Abschleppwagen. Tralala. Hier ist auch noch irgendwo eine Feuerwehr, glaube ich. Hier ist die Feuerwehr. Naja, wie gesagt, wir lassen uns mal überraschen. Also auf jeden Fall sieht das ganz nicht schlecht aus. Doc, wie sieht's aus? Dauert noch ein bisschen. Kann man die auch parken? Na, nicht wirklich. Naja. Aber sieht schon nicht schlecht aus, ne? Es ist so, dass ich gelesen habe, in der Beschreibung stand, glaube ich, drin, dass es so sein soll, dass du, so sollst herausgefordert werden, eben halt, weil du ziemlich wenig Rettungskräfte und sowas zur Verfügung hast. Und deswegen, naja, schauen wir mal. So, wie sieht's aus? Ich glaube, wir haben ihn. Ja, dann nimm den noch mit, Junge. Komm mal her. Komm her, kannst du den hier drauflegen? Komm, Licht. Alter. Komm, leg den mal ab. Macht er auch nicht. Irgendwie ist das ja wohl ein bisschen verbuggt hier, glaube ich, oder? Na, kannst du den nochmal ablegen, oder was? Ah, STRG musst du drücken. Ah, okay. Gut. Dann geh du mal weg. Ja komm, du brauchst dich nicht um den kümmern. Hau mal ab. Geh mal da weg. Ja, ja, musst du alles mit STRG machen. Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Okay, die packen jetzt in der Seitentür ein. Okay, gut. Und der soll ins Krankenhaus. Ja, okay, gut. Also wie gesagt, es ist so, dass... wo ist er denn jetzt hin? Junge. Ja. Soll man vielleicht doch mal rückwärts rausfahren, ne? Der Sinn. Ja, okay. Also wie gesagt, es ist sehr klein. Ich bin mal gespannt, was haben wir denn hier noch? Ah ja, okay. Und da haben wir einen Abschleppwagen. Ja gut, alles klar. Ja, ansonsten, das war schon. Dann ist hier, wie gesagt, die Rettungswache. Der fährt jetzt durchs Gebäude rein. Oh mein Gott. Ja komm, dann kannst du sofort nochmal losfahren. Nahrungsmittelvergiftung. Wo liegt denn derjenige welche? Da muss ich mal gucken. Im Gebäude oder was? Oh Gott.
Wir gucken noch mal. Ach, da liegt er. Okay, wir schicken mal den Notarzt. Oh Gott. Wir schicken jetzt erstmal den NAF hier hin. Der soll sich erstmal drum kümmern. Wo ist der Verkehrsunfall? Der ist hier. Okay, gut. Dann holen wir jetzt erstmal oh ja. Was hole ich denn da? TLF? Tanklosfahrzeug, ne? Komm her, wir holen jetzt erstmal das HLF hier hin. Zur Not TLF. Und natürlich brauchen wir jetzt noch einen Arzt. Den NAF schicken wir auch mal hier hin. NAF. RTW. RTW. Okay. So. Der ist da. Doc. Bitteschön. Tun Sie's. Okay. Dann schicken wir hier noch eben schnell. Auch noch schnell ein RTW hier hin. Okay, die sind auf dem Weg und Polizei brauchen wir wahrscheinlich auch noch, ne? Haben wir Polizei? Keine Polizei. Police. Streifenwagen, ne? Ein Streifenwagen. Ich schicke jetzt auch mal einen Streifenwagen hin. Okay, die sind alle da. Und aussteigen alle. So, du holst du mal eine Rettungsschere und öffnest das Fahrzeug hier. Du holst du auch eine Rettungsschere und öffnest das Fahrzeug hier. Du steigst aus und kümmerst dich um die. Und du holst dir auch ein Dings. Und kümmerst dich. Warte mal, lass die mal machen. Einmal den Rettungsrucksack holen. Holt mal bitte. Trage. Nach Möglichkeit. Keine Trage? Komm mal hier rüber. Komm mal hier. Ja, ja, ist ja gut. Einmal bitte die Trage holen. Gut, dann kannst du hier hin. Wie sieht's aus, Doc? Doktor? So, du komm mal hier hin, aussteigen. Und dann kommst du mal hier hin. Und dann schickst du mal die Autos weg. So. Okay. Du aufsitzen. Okay. Können wir den aufnehmen? Dann schicken wir den weg. Und du gehst nochmal hier hin. Du nimmst die Finger weg. Das macht der Doktor. Aufsitzen. Jetzt weiß ich gar nicht. Können die auch noch was anderes machen? Sprungpolster. Ja, eigentlich nicht, ne? So. Komm mal hier mit der Trage. Dann fährst du ins Krankenhaus, bitte. Moment, wo kommt ihr denn jetzt her? Der gehört, glaube ich, hier hin, ne?
Du bitte ins Krankenhaus. Du gehst dahin. Ja, ist okay. Du gehst dahin. In der Zeit können wir schon mal... Steigen Sie mal aus, junger Mann. Was ist los? Kann man hier... Okay, dann holen wir hier... zwei Abschleppwagen. Das schicken wir dann auch hier hin. So, dann kann die Feuerwehr schon mal wieder... abfahren. Zack, 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 zack. Ihr könnt schon mal einen Abgang machen. Wie sieht's aus, Doc? Ist sie soweit? Die ist soweit. Die kann mitgenommen werden. So, jetzt warten wir nur noch. Ab. Hier rein. Aufsitzen. Aufsitzen. Ja, ansonsten müsste das eigentlich funktionieren. Wir schauen mal eben. Okay. Ab ins Krankenhaus. Du kannst rein. So, jetzt warten wir nur noch eben schnell auf... du stell dich mal hier hin. Genau, mal quer. Aussteigen. Hier hinstellen. Und auch den Verkehr umleiten nach Möglichkeit. Genau. So, wir gucken jetzt mal. Toll, dass die so gut hören, ne? Interessiert, glaube ich, keine Sau hier. So, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die Abschleppwagen, ne? Achso, wir haben ja hier noch einen Einsatz, ne? Jo, alles klar, der ist transportbereit. Okay. Dann hol du mal bitte die Trage. Dann kann der nämlich auch weggebracht werden. Okay, aufnehmen. Ne, stopp, du nicht. Den meine ich. Du kannst schon mal wieder aufsitzen. Okay. Ab in den RTW. Der Doc kann auch schon mal rein. Der Fahrer kann auch schon mal rein. Ja, aber irgendwie kommen unsere Abschleppwagen nicht, ne? Das muss ich doch mal glatt nochmal gucken. Ja, was ist los mit dem Abschleppwagen? Warum kommt der nicht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier kein Abschleppwagen. Rufe Hof. So, das sind die ganzen Feuerwehrautos. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Oh, ja, bin ich mal gespannt, dann soll der auch kommen, ne? Weil... Ist ja echt blöd, ne? Wenn du dann hier stehst und da kommt nichts. Oder muss der Polizist das machen? Ich weiß das gar nicht. Ich hole den mal hier hin. Moment. Moment, wir versuchen das mal eben mit dem Polizisten. In Biberfelde war das ja so, dass der Polizist das machen musste. Ja, natürlich. Ich lösche immer alles, ey. So, Männers. Moment, dann lassen wir das doch anders machen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. So, dann lass die Feuerwehr mal kommen. Aber irgendwie kommen da keine, ne? Warum da keine, verstehe ich auch nicht. Verstehe es irgendwie nicht. Warum kommen die nicht? Alter.
Jetzt komme ich aber langsam mit Schwulitäten hier. Oh Mann. Jetzt komme ich aber langsam echt in Schwierigkeiten. Warum kommen die nicht? Ich brauche irgendwie... Ach, jetzt kommt er auf einmal, ja? Interessant! Wir warten mal ab, bis der da ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht ja jetzt noch, ne? Ich meine, das kriegen wir noch hin, eventuell, wenn wir Glück haben. Aber so? Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das wird wohl nichts mehr, ne? Ich glaube, es eskaliert wohl leicht hier. Aber nur leicht. Löschangriff! Hierhin! Hierhin! Löschen! Da anschließen, komm! Schlauch holen. Attacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlauch holen. Oh Gott, oh Gott. Die sind auch schon da? Okay. Schlauch holen. Anschließen. Löschen, du auch noch einen Schlauch holen. Anschließen. Naja, wie gesagt, also es ist ja... Löschen. Und du auch. Anschließen. Löschen. Ja, wie sieht's hier aus? Dass man denen halt immer alles sagen muss, was die machen müssen. Naja, okay. Es ist so, dass, wie gesagt, fiktiv, ne? Und, da ist es ja dann so... Ach du Scheiße. Hier hin. Oh Leute.
Haus löschen, Garage löschen, alles löschen. Oh Mann, ey. Eskaliert nur leicht hier. Oh Mann, so viel Schläuche habe ich gar nicht. Wo man Verteiler, Kollege? Oh Mann. Kannst du dir auch mal irgendwie einen Schlauch holen oder so? Leute, ich glaube, das geht irgendwie in die Hose, glaube ich. Aber ich gebe alles. Egal. Leute, wie gesagt, es ist eine fiktive Modifikation. Wie sieht es da aus? Habt ihr auch schon? Ja, pass auf, dann alle mal hier mal ganz schnell aufsitzen. Alter, das haut der einfach ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, du kannst doch nicht einfach abbauen. Wieso haut der jetzt ab? Egal, der haut einfach ab. Leute, also. Seht zu. Wie gesagt, Tannenberg, fiktiv heißt das. Wie gesagt, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Ich würde mal sagen, also macht's gut, bis dann, ciao!